Zeit. In 2 Wochen muss ich die Dokumentation dazu abgeben. Nee, in 1 Woche. Ich muss jetzt noch 3 Seiten schreiben. Das ist nicht viel. Und ja, wie gesagt. Und dann haben mich viele gefragt, oder was heißt viele, ein paar haben mich halt mal gefragt, wie das denn wäre, ob ich Videos für YouTube erstellen vor mein reelles Leben stellen würde. Also nehmen wir jetzt mal an, es ist samstags, ja. Ich hätte jetzt noch die Chance aufzunehmen, die Videos dann von Samstag auf Sonntag zu rendern und von Sonntag auf Montag hochzuladen, ja. Im Notfall könnte ich auch von... Nee, könnte ich nicht, aber... auf jeden Fall... Ich würde dann ehrlich gesagt, also wirklich, wenn ich die Wahl hätte, entweder aufzunehmen oder mit Freunden was zu machen, weil ich schon lange nichts mehr mit meinen Freunden gemacht habe, dann würde ich, glaube ich, mit meinen Freunden rausgehen und YouTube dafür sausen lassen. Auch wenn ich das in letzter Zeit oder in den letzten... im letzten Jahr, glaube ich, ne? Sehr oft gemacht habe, YouTube sausen lassen für meine Freunde. War doch so ein Jahr ungefähr, wo mal ab und zu dann für ein paar Wochen Videos kamen, dann wieder gar nichts, ne? Ja, Staffel 3 war. Naja, das lag halt aber auch an meinem Rechner größtenteils, weil mein Rechner halt nicht so wollte, wie ich wollte. Aber das wird sich ja sowieso ändern, sobald ich meine Ausbildung anfange, also... Ja. Dann kauft er sich nämlich so einen Rechner, wie ich hab. Ja, ich denk mal. Beziehungsweise bauten zusammen. So, genau. So, und du pflanzt jetzt schon deine Allee, oder? Ne, ich tue hier gerade noch ein bisschen Gras ausbauen. So, auch hier in dieser Aufnahme möchte ich natürlich mal wieder einen Gruß an meine Freundin loswerden. Sie guckt meine Videos aktiv. Hallo! Ja, Kevin sagt auch mal einen Gruß an Nathalie. Hallo, Nathalie. Hallo. So. Nathalie kann ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Hallo, Kevin. Ja, da würde ich mich freuen. Total. Es gibt nicht viele Frauen, die zu mir Hallo sagen. Es ist so. Ich weiß gar nicht, woran es liegt. Ist bei mir aber nicht anders. Es gibt bei mir auch nicht viele Frauen im Leben. Also außer jetzt meine Freundin. Dann... Ich weiß gar nicht, ob ich die Namen jetzt hier nennen kann, aber... Also... Außer einer meiner besten Freundinnen, wenn man das so nennen soll. Also gehört halt zum engsten Freundeskreis. Das ist Daniela und dann noch... Larissa, das ist eigentlich das. Ja, mit mehr Frauen habe ich im Leben nichts zu tun, außer meinen Lehrerinnen. Und die sind nicht mal geil, also. Hat sich das Thema auch erledigt, wa? Tja. So, Kevin. Ich hole mal Knochenmehl von. Ich könnte ja jetzt da wieder ein paar Geschichten erzählen, aber na, ich weiß nicht, ob das irgendwen interessiert. Aus meinem Privatleben. Ich hole mal von oben ein bisschen Knochenmehl, dann tue ich unten mal ein bisschen bewildern. Ne? Mhm. So. Übrigens läuft seit, keine Ahnung, 20, 25 Minuten im Hintergrund der Rollercoaster Tycoon 1 Soundtrack. Grandioses Spiel habe ich auch noch vor, irgendwann mal zu Let's Playen. Ist halt aber auch ein Riesenprojekt, das dann auch über einen bestimmten Zeitraum geht. Also. Patrick, mach mal ein bisschen langsam mit Pflanzen. Ich muss hier vielleicht ein bisschen was umbauen. Ich finde das so eigentlich ganz schön. Ich würde es so lassen, Kevin. Ich will halt die Bäume auf solchen Dingern stellen, auf solchen Podesten. Ach so. Na, ich kann hier auf ich hier vielleicht ein bisschen. Pflanze hier auf jeden Fall schon mal ein bisschen. Übrigens war ja früher alles Stein, ne? Also bevor wir gekommen sind. Ja, kann man sich ja nochmal die Folgen angucken, in denen wir umgezogen sind. So. Stimmt, einen Pferdestall müssen wir auch noch bauen. So. Gut. Ja, Patrick, mach genau dahin, wo ich jetzt den Hügel hinstellen wollte. Ja, kannst du ja trotzdem machen. Knochenmehl haben wir eh genug. Kreis hier mal ein bisschen weg, dann kriegen wir auch ein paar Samen, können wir mal ein Feld anlegen. Ja. Das will ich sowieso unterirdisch machen, da lasse ich mir auch noch was zu einfallen.
Wieso liegen hier EP rum? Weiß ich nicht. Kriegt man jetzt vom Pflanzenabbau ein EP oder was? Tja, ich glaube hier unten fangen wir dann an, ne? Weil da oben ist nicht so genug Platz. So. Ich halte uns mal ein bisschen die Monster vom Leib. So, von irgendwo müssten jetzt gleich Zombies, und zwar haufenweise Zombies, angelaufen kommen. Weil du einen angegriffen hast, ja, dann bin ich doch schon der erste Kandidat. Der hat uns schon gesehen. Hör, wo kam der her? Der stand dann eben noch nicht hier. Ja, Minecraft lässt mal wieder hinter uns die Viecher spawnen. Ganz super, gell? Ja. Juhu, Hungervergiftung. Yay. Wegen Gammelfleisch. Hättest was gesagt, hätte ich dir Fleisch gegeben. Ach, ich hab's gegessen, dass ich es nicht im Inventar liegen hab. Gut, dann mache ich dann hier schön Dinge hin. Trapdoors. Und jetzt hat... wie hoch ist so ein normaler Baum? 4 bis 5 Holzblöcke plus nochmal oben 1 bis 2 also Blätter. Also 2 Baumstämme sieht man. Solche will ich halt haben. 2 Baumstämme und dann kommen die Blätter erst. Mal kurz nachgucken. Na gut, wenn du mal Tag machen könntest. Ja, Moment, ich geh kurz pennen. So. Mach jetzt erstmal noch mal ganz kurz Musikwechsel gleich. So. Na gut, ab hier geht's. So. Müsste jetzt Tag sein, ne? Und ich hier irgendwo noch eine Spinne rumkrabbeln. Die krabbelt scheinbar auf unserem Dach rum. Das mag mir gar nicht gefallen. Ach, Fickviech. Ich wundere, es hat noch gar nicht... 6 Blöcke. Es hat auf unserem Dach noch gar nicht geschnien. Beziehungsweise auch auf unserem Balkon. Da bleibt doch kein Schnee liegen. Beziehungsweise auf unserem Balkon. Und da fällt, glaube ich, kein Schnee. Es ist so ganz komisch, weil es auf einem Block schneit, auf dem anderen Block regnet. Ich sehe hier nur so eine hässliche Hexe. Stirb. Am besten stürzt du die Klippe runter, du hässliches Fickviech. Zack, tot. So, also 6 Blöcke habe ich gesagt, ne? Kann sein, ich habe nicht zugehört. War gerade mit meinem eigenen Zeugs beschäftigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du willst 7. Da oben jetzt nicht ernsthaft einen Baum drauf bauen. Hä? Ich dachte jetzt, du willst auf die Steinsäule da oben einen Baum drauf bauen. Nein, was würde das für einen Sinn machen? Das waren ja jetzt 6 Stück, ne? Ja. Ich zähle nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, gut. Nicht den obersten, den nicht. Ja, ich kann schon mitdenken. So, Moment. Dann platziere dein Bäumlein. Warte, ich muss das ein bisschen größer machen. Wer sich jetzt fragt, was ich hier vorhabe, ich will da oben einen Deckel sozusagen drüber machen. Dass der Baum nicht größer wird. Dass der Baum nur so groß wird, wie ich will, ganz genau. Bäume züchten also. So, platziere deinen Setzling. So. Ich habe gar keine. Doch. 53. So, in der Mitte, zack. Jetzt funktioniert es nicht, pass auf. Oh, Minecraft, du dummes Fickspiel, ganz im Ernst jetzt. Ich hab keinen Knochen mehr. Hast du noch Knochen mehr?
Naja, gut, er ist jetzt nur eins groß geworden. Aber gut, dass wir da jetzt seit 5000 Tonnen Knochenmehl rein haben. Naja, lassen wir es mal so. Kann man den Baum nicht noch weiter mit Knochenmehl füttern? Dass er noch größer wird? Oder ist das erst ab 1.8 geplant? Wie du siehst, macht er nichts. Okay, warte, ich baue mal den hier ab. Versuchen wir es aber nochmal. Zünd mal kurz die Blätter an. Ich habe kein Feuerzeug mehr. Ist kaputt gegangen. Aber habe ich Flint? Nee. Ja, das ist sowas, was richtig fett ankotzt. Mit den Bäumen. Ich meine, wir könnten doch einfach irgendwo Blätter farmen und uns die Bäume selber bauen. Ja. Also wenn das jetzt nichts wird, würde ich sagen, machen wir das sogar so. Ja, bauen wir sonst selber, oder? Und du weißt, wie wir die genau aussehen? Eigentlich nicht. Egal, dann machen wir es halt bloß eins. Ja. Dann mache ich es halt eins niedriger. Ich muss jetzt bloß irgendwie da rüberkommen. Den Stein. Soll ich dann unten das Podest wegmachen? Oder? Welches Podest? Das Podest wollte ich eigentlich lassen. Ach so. Oder wir machen das Podest weg und setzen noch ein Lok hin. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, komm, wir gucken mal, wie das aussehen würde. Wir machen dann hier diese dran. Die da. Ups. Das wollte ich nicht. Ja, können wir machen. Dann setzen wir die einfach im Viereck drumherum, oder? Ja. Ja gut, aber ich würde... Dann heb ich schon mal aus und du holst die oben, oder? Was? Würde ich sagen, ich heb hier aus und du machst die oben. Kann ich machen, Moment. Ich mach's jetzt extra mit der Hand, weil meine overpowerte Schaufel wieder mehr wegreißt, als ich will. So. Was braucht man dafür? Kobbel, ne? Ne, Cleanstone. Ah, stimmt, früher war es Kobbel. Ah. Ist es jetzt auch noch? Ja, aber. Zwei verschiedene. Für die. Ach, wir haben sogar noch welche. 1,5 Stacks. Oh ja, dann. Die werden wohl reichen. So. Aber ich würde den Erdpodest trotzdem bauen. Dann kannst du die auf dem Erdpodest pflanzen, wachsen und das Erdding dann unten wegschlagen. Ist klar. Ne, sehe ich jetzt nicht ein. Wie soll ich denn die? So, oder? Wachst du Drecksbaum? Komm, mach. Ja, klar, geht nicht. Nur geht nicht. Toll, dann halt nicht. Weißt du, mache ich es jetzt halt anders. So, nein, das ist nicht gecheatet, weil ich die Blöcke nur eins hoch gemacht habe. Ich sehe jetzt nicht ein, dass ich hier 1000 Dinge... Nö, guck, der geht nicht. Das ist doch dumm. Was ist das für ein Mist? Ey, du dummes Spiel. Ganz im Ernst, es hat früher immer geklappt. Nö, geht nicht mehr, nö. Man muss ja nur Scheißdreck implementieren. Dumm. Unnötig. Ah, sorry, also das regt mich jetzt wieder Warte auf. Mal, probier mal. Probier jetzt mal. Ja, das sieht das natürlich total verkorkst aus. Also, Hauptsache so geht's. Warte mal, ich hab ne Idee. Mach mal oben einfach die Steinplatte weg. Probieren wir es einfach mal ohne Steinplatte einen Baum zu züchten. Es kommt bestimmt gleich ein Fetter raus. Ja, ich mach mich mal wieder zurück. Ich gehe auch mal hoch und mache ein neues Feuerzeug. Ja. Falls jetzt so ein Riesenbaum rauskommt, werden wir es eh brauchen.